mit Coaching und Training und Konfliktklärung unterwegs im Gesundheitswesen und bringen dazu, Mitarbeiter miteinander zu reden und nicht übereinander. Wenn das gewünscht ist, beobachte ich natürlich das Verhalten untereinander. Das können auch Prozesse sein, wie reibungslos sind die Prozesse, muss da was angepasst werden. Aber es kann genauso sein, dass ich mit dem Team arbeite an ihren Themen, wo es gerade stört. Häufig kann man das gar nicht so genau benennen als Team. Es merkt nur jeder, dass irgendwas störend ist. Und dann komme ich und arbeite mit denen die Sachen auf. Meine Wurzeln liegen im Gesundheitswesen. Ich bin im Krankenhaus groß geworden. Ich kenne die Konflikte auch untereinander mit den Berufsgruppen und weiß, dass da ganz viel Energie verschwendet wird im Konflikt, statt miteinander zu arbeiten mit den Berufsgruppen. Und das ist eben die Chance, weil ich weiß, wo der Hase läuft.